Europäische Zentralbank Christine Lagarde hat heute den ersten Keier konfirmiert, dass die EZB am Juli ein erstes Hoss vom Lizenz an der fasst. Moin ist dann die neue Umweltminister Joël Welfring, FDP von der Redaktion Zingerwert um Radio. Ja, kurzfristig gehen Preise von Benzin, Diesel und Mazut, Lomolröme weh. Und mit den aktuellen Krisen in der Welt, dass es mehr wie je wichtig ist, dass es Leute gehen, die sich ansetzen, für so, für gute Zwecke zu sammeln. Die Fondation de Luxembourg, die finanziert wurde, via die Fondation über 10 Millionen Euro und karitativ Zwecke verdient. Gesundheit, Recherche und Education sind die Bereiche, die am meisten unterstützt gehen. Durch den Ukraine-Konflikt merken wir, dass viele Leute viel zu spenden. Das ist auch ein spezielles Projekt für die Dörfer vom Krieg von der Fondation auf den gestellt gehen, wo 150.000 Euro zusammen. Am April ist die Inflation auf 7% geklommen, das hat man schon lange nicht mehr. Die Wirtschaft wird sich dann noch aufschwächen, so der Marc Wagner, Chefökonomist von der Chambre de Commerce, der Moin als AVT von der Redaktion bei Zoom Radio. Bei der Tripartit hat er nach gemengt, Preis teuerst, gibt nächstes Jahr nicht viel Männer stärker klammen, mir logisch schon 3% vorausgesucht. Konkret müsste nur unter Zinsschrauf gedreht gehen, an der Steuerbare müsste dem Ökonomist nur und die Inflation angepasst gehen. An den Klimaexpert Andrew Ferroni war auch die Mitten an der Umwelt- und Klimakommission von der Chambre invitiert, wo auf dem Mond von der CSV hin über den Rapport vom Weltklimarat, die kürzlich rauskommt, diskutiert gauf. Der Rapport hält ja fest, dass der Mensch definitiv responsabel ist für den Klimawandel, mit dass aber auch all die technischen Solutionen da wären, für die Katastrophe noch zu verhindern, regt Till. Den Auto-Okkasionsfestival hat gestern angefangen, an dem könnte noch viel mehr Succes haben, wie sonst die Jahren. Okkasionsgefährer sind durch Lieferprobleme bei neuen Autos mehr gefroht wie je. Was sind die Erwartungen an dem Festival? Was sind leider am meisten? Zieht ins Beethoven, wer gucken. Das ist Zeit von den Jahresbilanzen. NCVO, das Mammenhaus von Enovosa Creos, hat letztes Jahr ein Netto-Benefiz von knapp 80 Millionen Euro gemacht. Geschäftszölle leihen dummer darum auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Corona-Pandemie. Mit Zeiten für die Akteuren um Energiemarché bleiben turbulent. Den Ukraine-Krieg sorgt für hohe Preise an Transition hin zu erneuerbaren Energien, verlangen doch große Investitionen, Serge Pauli. Gruselig steht der Moin zu Hanau an Hessen, eng 30 Kilometer von Frankfurt weg. Zwei Kanner von 7 respektive 11 Jahren sind in die Leben gekommen, sind zwei Geschwister. Der Bau von 11, was der Moin frei von Passanten um Trottoir für in einem Heischhaus schwer blessiert fand, ging. An der Stunde am Spital gestorben, sind kleine Schwester von 7 noch tot am Balkon von der Wohnung von der Familie. Deutsche Medien, noch geht Police von einem Verbrechen mit familiärem Hintergrund aus, als ist nun Pap von der Kanner. So ist noch nicht erst im Ausland, dann am kurzen Überblick mit Petz Berz. Bis den 14. Juni, also das außergewöhnliche Expo an der Metze schmelzt zu Esch. Das wäre dann noch für den Journal von Haut. Die Valerie hat weiter gut für die Prävisionen für uns. Von mir aus noch einen ganz schönen Abend. Adi.